Da steht was. Da steht, erfolgreich hat Alduin nicht nur seinen Einfluss auf das Imperium, sondern auch die Dunkelheit über Eos ausgeweitet. Guter Mann. Verblasst in die Erinnerung eines selbstlosen Mannes, der Menschen retten wollte, indem er sich selbst opfert. Das ist ja auch schon ewig her. Verstoßen vom Kristall, den Thron verwehrt und in Exil verbannt, hat Alduin mehr als 2000 Jahre in Einsamkeit verbracht. Guck mal, was 2000 Jahre mit einem Mann machen, ne? Der tut mir schon ein bisschen leid. Ich verstehe ihn. Übrigens, auch wieder witzig, es gab quasi einen Prequel zu dem DLC, als, oh, ich habe gar nicht auf Twitter gepostet, dass ich den stream. Es gab ein Prequel-Anime, der so 15 Minuten ging. Auch wieder was, was du außerhalb des Spiels irgendwie konsumieren musst. Ist aber gar nicht schlimm, weil das, was da drin vorkam, kannte man eigentlich schon. Außer, dass Arduin auch eine Freundin hatte. Das war neu. Aber ansonsten, alles Gucci. Das Jahr 766. Heute. Heute oder bis heute? Ich glaube heute. Ja, wir haben noch mal ein kurzes Recap für unseren guten Arduin. Aber wir uns angrenzen. Vom Moment wollte ich sauer auf die Capture Card werden, aber alles ist gut. It's Rewind Time. Wo ist Will Smith, wenn man ihn braucht? Stimmt so, ne? Aber bezahle ich auch den guten Mann? Entschuldigung. Ist egal, war mein Juba, den habe ich über die App bezahlt. Alles gut. Auf Wiedersehen. Was ist mit dem Mann da rechts von mir? Der hat kein Gesicht. Das bin ich. Also, nur für heute bin ich das. Oh, kleines Mädchen, kann ich mitreden. Ich bin dem gefährlich nahe gekommen. Na, Kinder? Wollt ihr mit auf meine Ranch? Guck mal, da ist Gronkh. Altes Haus, na, wie geht's? Hast dich auch hier in den DLC geschlichen, ne? Ich weiß schon, wer demnächst wieder bezahlte Promo für Square Enix machen wird. Du Hund. Guck mal, der alte Mann hat noch nie so was Tolles gesehen wie die rechte Seite dieser Statue. Er so, oh, oh, da kann man einen Sockel sehen. Keiner guckt ihn an. Na, innerhalb der Stadt ist Magieverbot. Oh. Oh. Geht gut los. Einem jeden wurde ein Schicksal auferlegt. Niemand kann sich ihm entziehen. Ich habe immer Angst, deswegen muss ich sowas schnell lesen, dass es weggeht. Aber der Text stand dort noch verdammt lange. Das Jahr 721, vor 45 Jahren. Na, wen haben wir denn da? Ist das der Imperator, als er jünger war? Der hat sich echt nicht gut gehalten.
Genauso hat sich's zugetragen. Das Jahr 722, vor 44 Jahren. Schreibt einer mit? Ich habe ihn überholt. Wir sind auf der Überholspur. Oh. Was hat er denn so für Erfolge gemacht? Das ist eine Landkarte. Die, hast du die selber gemacht? Im Kunstunterricht? Das hast du toll gemacht. Okay, ich sehe mich in Ruhe um. Aber das hier, der Stein. War ja nicht irgendwo ein Stein. Nevermind, das ist nicht der Stein. Oh, ich glaube, jetzt wird Ifrit auch schön warm. So viel zum weltgrößten Föhn. Hör mal, hier liegt ein Missverständnis vor. Und zwar, dass gleich eine Stunde auf der Uhr ist und ich einmal den Stream resetten muss. Ich kann das erklären. Oh, ich sehe seine Vergangenheit. Du musst nicht, wir können auch einfach Freunde sein. Da ist das magische Ei. Da hält jemand ein Schläfchen. Schnell hin. Na los. Na los. Die Frau liegt dir schon 2000 Jahre. Nur um dir das zu sagen. Hallo Yoda und hallo Sascha. Und nein, das ist nicht dieses Sekiro. Weil ich habe noch keinen einzigen Gegner geparried. Außerdem ist das gerade eine sehr emotionale Szene und es wäre sehr frech, wenn ihr dazwischen redet. Das gehört sich nicht. She dead, yo. Ich kann den Ton lauter machen. Aber nur ein bisschen. So, maximal so. Mehr ist nicht. Tu's nicht! Bist du eigentlich mad? あなたは生きて。
oder lieber? Die Lache. Tust du nicht! Nee, nein! Das dauert doch viel zu lange. Oh, 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 es hat einfach aufgehört. Es war mir schon von vornherein klar, dass man das, dass man da nichts ändern konnte. Also, und verschwindet im Schatten. Total gut. Mein Job ist getan. Oh, warte. Das ist traurig, er weint. Da hat er sich eine Menge vorgenommen. もはやあなたの許しを請う Jetzt kommt die Einblendung, Kapitel 3. Punished Arduin. Wo kommt eigentlich der Dolch her, wenn das alles gerade nur in meinem Kopf abgespielt hat? Warum liegt dann dort ein echter Dolch? Oh, Kino.死骸の研究を推し進めたニフルハイム帝国は魔導兵の量産に成功。その功績が認められ、アーデン・イズニアは最初に就任しました。圧倒的な戦力により、100年以上に及んだ戦争の均衡は破れ、ルシス王国は魔法障壁の縮小を余儀なくされました。 Dafür gibt es aber bestimmt noch einfachere Wege, wie zum Beispiel Wikipedia. 別人のように変わっていました。そしてついに復讐の時が来たのです。Das ist wieder so ein typischer Plot Device. Ja? Und falls ihr euch fragt, warum er so anders war im Hauptspiel, die Erinnerungen der Menschen, die haben ihn verändert. Das müsst ihr mir glauben.